Akatosh zum Gruße und herzlich willkommen zu Teil 48 des Let's Plays Skyrim mit Weakling-Praktikant Tommy und einem unglaublichen Cliffhanger, denn ja, just vor wenigen Momenten ist unser Blutdurst erwacht. Die Vampirkrankheit, sie scheint durchzubrechen. Oh. Ich wollte jetzt mal schauen, ob hier irgendetwas passiert ist. Was ist ja so eine Charakterübersicht, sage ich mal. Die gibt es ja gar nicht mehr. Der Ketus sollte hoffentlich noch irgendwo sein. Na, wir sind hier runtergeklettert. Wahrscheinlich konnte er uns nicht folgen. Ja, wie dem auch sei, wir haben eigentlich unseren Auftrag für die Händlerin in Markart erfüllt. Warum stehen die da? Das macht mich nervös. Gehe ich da jetzt hin? Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Ja, das ist sehr freundlich, aber das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich wollte sagen, dass wir jetzt versuchen, zurück nach Markart zu laufen, den Auftrag bei der Händlerin abzuschließen und vielleicht können wir ja dann bei der einkaufen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, könnten wir eventuell dort, ja, Markart ist richtig, könnten wir eventuell, Moment, ach, perfekt, eventuell dort auch den makellosen Rubin erhalten, aber das wäre natürlich ein absolut gigantischer Zufall. Aber auch ein sehr hilfreicher Zufall. Dann hätten wir nämlich alle Zutaten für die Heilung der Vampirkrankheit beisammen. Ich meine, bisher ist er jetzt eigentlich... Ah, das ist der Ketus, ne? Ja. Ja. Und die Ziege. Okay. Ich hatte ja eigentlich befürchtet, dass wir uns jetzt... Ja, keine Ahnung, automatisch auf Leute stürzen oder stürzen müssen, aus irgendwelchen Gründen, aber, was, wie, wo? Ach, nee, komm. Nicht im Ernst. Uninteressant, uninteressant. Ja, aber bisher scheint es ja eigentlich überhaupt keinen Unterschied zu machen, ob wir jetzt die Vampirkrankheit haben oder nicht. Außer natürlich, dass wir jede Nacht 5 Lebenspunkte verlieren. Was ist das hier für ein Schrein? Ah, was passiert denn, wenn ich den aktiviere? Oh, warte mal. Wir haben da doch auch noch so einen Auftrag. Das ist aber jetzt nicht der Schrein, oder? Ah, was war denn das? Ah ja, hier. Nee. Alle Krankheiten geheilt. Andere Segen entfernt. Okay, also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt. Hat das jetzt auch den Vampirismus geheilt oder nicht? Das kann mir natürlich niemand sagen. Und ich kann es auch nirgendwo sehen. Vielleicht irgendwie eine Traglast. Ist eigentlich vollkommen uninteressant. Gesundheit 190 von 190. Ey, jetzt mal ohne Witz. Dann ist die Krankheit jetzt weg? Warum waren wir denn dann bei dem Typen und müssen die 4 Zutaten finden? Also ganz ehrlich, das macht für mich erstmal nicht so viel Sinn. Hm. Na gut, ja. Wir werden sehen. Hallo, mein Freund.
Welch glücklicher Zufall, dass ihr auf eurer Reise einem Barden begegnet. Tja, als hätten wir uns noch nie gesehen. Ach, riecht ihr diese frische Luft? Wahrlich, das ist ein guter Ort, um ein Lied anzustimmen. Warum seid ihr hier draußen? Das habe ich den doch schon mal gefragt, oder? Die einen finden Inspiration, indem sie die Nase in Büchern vergraben. Die anderen, indem sie zechend durch die Städte ziehen. Ich finde sie hier draußen, in den Weiten von Himmelsrand. Na gut, danke, ja. Talska. Das reicht uns erstmal. So, über die Brücke geht's, glaube ich, wieder zu diesem abgeschworenen Lager, wo wir in der letzten oder vorletzten Episode, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ziemlich eins auf die Nase bekommen haben. Und dann müssten wir hier in diese Richtung eigentlich und hoffentlich bald wieder in Markarth sein. Schon echt eine öde Gegend hier, aber auch sehr, sehr cool. Noch eine Gruppe. Sind das auch Kaiserliche? Hallo zusammen. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Ach nee, komm. Da mische ich mich überhaupt nicht ein. Mit euch will ich eigentlich nichts zu tun haben. Die haben mich doch letztens auch irgendwann mal angegriffen, oder? Die Talmor-Leute. Bin ich mir relativ sicher. So. Boah, das ist schon cool. Schon sehr cool. Stellt sich natürlich mal wieder die Frage, ob wir hier mitten in der Nacht die Quest abschließen können. Bei der Händlerin, meine ich. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen hat. Ach Junge, komm uns nicht mit den alten Kamellen. Das haben wir schon so oft gehört jetzt. Ach ja, ja, ich bin mal sehr gespannt. Also im Moment bin ich eigentlich immer noch irritiert wegen dieser Geschichte mit dem Libella-Schrein. Sagt Ulfrecht, Sturmmantel habe den Großkönig. Ob wir jetzt geheilt sind oder nicht. Was soll ich tun? Niemals das Haus verlassen? Wollt ihr das ändern? Ihr macht den Stall zu. Punkt um. Ihr wollt jetzt aufgeben? Aus Furcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Mama, warum streitet ihr mit Papa? Wir streiten uns doch nicht, Warum hole ich euch nicht was zu essen? Mama und Papa reden später weiter. Ich arbeite mit Silber. Genau wie mein Vater und sein Vater. Hey, was soll denn das? Ihr braucht etwas? Die Stadt sieht so alt aus. Seid ihr schon lange hier? Was um alles in der Welt ist das denn für eine Frage? Die Stadt sieht so alt aus. Seid ihr schon lange hier? Meine Familie kam vor Jahrhunderten hierher. Wir haben gutes Geld mit dem Schmieden des Silbers in der Stadt verdient. Aber ihr wolltet wahrscheinlich etwas über die ausgefallenen Figuren und Steinarbeiten erfahren, oder? Das wollen Reisende immer. Hier, diese Lieferung muss zu Kalzelmo. Bringt ihr sie ihm doch. Er kennt sich mit der Geschichte Markarths besser als jeder andere aus. Ich werde dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Danke. Er ist mitunter ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, dass er eure Hilfe schätzen wird. Schaut mal wieder an meinem Marktstand vorbei. Ja. Also das kam mir jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vor, aber egal. Ja, aufschließen. Hä, aufschließen? Im Ernst jetzt? Nein, 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 nein. Ich wollte jetzt nicht das Schloss knacken. Dann gehen wir doch ins Gasthaus. Habt ihr das gehört?
Ich könnte schwören, dass da draußen etwas ist. In der Dunkelheit. Ja, bestimmt. Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, diese alten Steinarbeiten hier sind auch mit Sicherheit auch von den Dwemern noch erschaffen worden. Kommt rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Ja, Gasthof Silberblut auch noch. Das ist das Gasthaus Silberblut. Ich lasse euch selbst darauf kommen, wem es gehört. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Habt ihr schon gehört? Die Halle der Toten ist geschlossen. Bruder Verulus macht sich momentan nicht gerade beliebt in der Stadt. Aha, okay. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Oh. Oh, Kopfgeld mal wieder. Was habt ihr zu verkaufen? Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Tja. So. Danke, ich möchte ein Zimmer mieten. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer, hier entlang. Ja, okay, mach mal, aber vielleicht möchte ich dort noch gar nicht hin. Im Gegensatz zu meinem Ehemann Klepper kümmere ich mich um unsere Gäste. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ey, aber dein Mann hat mir gerade das Zimmer gezeigt. Sagt mir einfach, ob ihr etwas braucht. Was gibt es? Hallo? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Na. Ah. Ja, super. Ich sollte Klepper daran erinnern, hier mal wieder richtig sauber zu machen. Ein bisschen griesgrämig, die Dame. Bilanzen fälschen Geschäftsbuch. Hä? Okay, habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, aber egal. Ist ja auch eigentlich Unsinn, dass wir hier in deren Privaträumen rumlaufen. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Ja, also da habe ich doch direkt Lust, ihn anzuheuern. Passt auf euch auf, mein Freund. Dürfte aber auch ein Hinweis darauf sein, dass das mit der Vampirkrankheit noch nicht erledigt ist. Schade. Schade, schade, Popade. So, stehlen wollte ich hier nichts. Ach, da liegt auch noch jemand. Proki. Hallo. Tut mir leid, dass ich euch beim Schlafen störte. So, auch keinen Einbruch plane ich jetzt. Dann schlafen wir mal. Nee, nicht 24 Stunden, sondern sagen wir mal 4 Stunden. Und bist gut ausgeruht. Das hört sich eigentlich gut an. Aber noch ausgeruhter wäre ich, wenn ich jetzt den Schneeweiß. Almosen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Almosen, Schandmaul. Oi, okay. Guten Arbeiter über die Runden. Nee. Ich wollte jetzt in den Gemischtwarenladen. Nein. Red mit keinem hier. Unseres ist zu folgen. Was? Ach so, oh, das war ein Versehen. Ich wollte nicht mit dem reden. Hallo, Lisbeth. Nein, ich bin nicht Arnleif. Ja, ich weiß, der Laden heißt Arnleif und ja, wir haben uns schon unterhalten. Also diese Statue habe ich in einem Lager der Abgeschworenen gefunden. Ah, da ist sie ja. Dank dieser kleinen goldenen Kostbarkeit werden wir uns eine Weile über Wasser halten können. Danke. Hier, für eure harte Arbeit. Okay, das ist eine Menge Gold. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Oh, Halleluja. Ja, jetzt ist nur die große Frage, das wäre so ein Zufall, wenn sie jetzt einen makellosen Rubin hätte.
Ah, nein, sie hat keinen. Ach, Mann. Ach, schade. Aber Stroh können wir bei ihr kaufen. Ah. Ach, Mann, schade. Wiesen, Dietrich, Eisenerz, ach ja. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ihr etwas benötigt. Ja, wir benötigen etwas. Ach so, Moment, die verkauft noch andere Sachen. Dann gucke ich da doch nochmal gerade nach. Einen guten Tag wünsche ich. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Dann schauen wir mal. Oh nein. Werft einen Blick darauf. Ach, jetzt geht das wieder los. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Oh. Ja, die nehmen wir mit. Die müssen wir nicht mitnehmen. Orkische Pfeile sind auch sehr gut. Auch gut. Ein Holzschwert, interessant. Die wird aber nicht besser sein als unsere jetzige. Moment mal, ich habe dir jetzt nicht Sachen verkauft, oder? Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, da steht ja Lisbeth. Puh. Eieiei. Das ist ja mal gar nicht uninteressant. Aber nicht gerade günstig. 15% leichter. Ach ja, die nehmen wir mit. Ach, weg ist es wieder. So, egal, dann belassen wir es jetzt dabei. Bescheid, falls ihr noch etwas benötigt. Ja, ja, machen wir. Schmerzen. Ein makelloser Rubin, ach Mann. So, verschiedenes. Was haben wir? Verschiedenes. So. Den Trank des Hengstes und. Und. Gesichtsformer in Rifthorn. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Den Ring zu Kalchelmo. Fremde. Blutig genug für euch, Fremdling? Wie bitte? Markart, ist das blutig genug für euch? Oh, das ist gerade eine ganz schlechte Frage. Blutig genug. Dann kehrt dorthin zurück, woher ihr gekommen seid. Diese Stadt braucht und will euch nicht. Durch Markart fließen Blut und Silber. So ist das. Und so bleibt es auch. Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Ich suche nach Arbeit? Ihr solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra-anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten, nur zu. Ach ja, das ist ja ein bisschen hier Not gegen Elend, ne? Eigentlich kann man gar nicht richtig wählen. Ist ja jetzt nicht so, als wäre die Silberblutfamilie auch nur ansatzweise sympathisch. Ach, die habe ich jetzt erst entdeckt. Ich wollte hier rein. Die Abgeschworenen wurden im Norden gesichtet, in der Nähe von Brokas Spott.
So, dann machen wir jetzt doch zuerst den Auftrag mit dem Trank. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Dann bewegt euch schön langsam, verstanden? Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr uns Talos weg, und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jarl werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein. Die könnt ihr nicht betreten. Was ist die Halle der Toten? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Die Nord bezeichnen ihre Mausoleen als die Halle der Toten. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter, Ahnen. Wer ist Arkai? Arkai, einer der 8 Göttlichen. Gott der Geburt und des Todes. An seinem Schrein beten die Menschen, wenn sie die Halle aufsuchen, dass seine Göttlichkeit über ihre Vorfahren auf dem Weg in das nächste Leben wachen möge. Warum nicht? Ach so, das bezog sich auf das Gespräch davor. Also wahrscheinlich, warum... Nee, keine Ahnung. Ich frage einfach mal, warum nicht? Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jarl jedermanns Sorgen hört. Bald werdet ihr die Toten wieder besuchen können. Ja, also doch, warum er nicht rein darf. Ich könnte euch helfen, wenn ich wüsste, worum es geht. Würden ein paar Münzen helfen? Ich werde nicht gerne ignoriert. Ich probiere es mal mit Überreden. Na schön. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Ja, dann schickt ihr aber auch den richtigen darunter. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Arkai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Ja, ich meine, gut, seid das... vorsichtig in der Halle. Wir wissen nicht, was darin ist. Ja, okay. Ja, ich meine, das wären ja eher Ghule oder irgendwelche Dädrische Wesen sein. Aber schon ziemlich fies, das Ganze. Jetzt schicken die einen Vampir darunter. Der Vampir, der keiner sein will. Wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markarth nähert? Hey, ich hab doch diesen Trank für den, oder nicht? Ich bin ein Reisender, ich habe Fragen. In Ordnung, ihr dürft euch dem Thron der Trauer nähern. Aber passt auf, was ihr sagt. Der Thron der Trauer? Die Augen nach Abgeschworenen offen. Als sein Huskarl achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von Edmund. Oh, Lydia, jetzt muss ich an sie denken. Ich bin Edmunds Onkel und sein Vogt. Hier ist eine Lieferung von Bothela. Da mache ich mich doch direkt mal beliebt beim Vogt. Oh, ja. Hier, bitte. Etwas Gold für eure Hilfe und eure Verschwiegenheit. Ich habe Briefe zu schreiben. Ja, 400, nicht schlecht. Hammer. Okay. Thron der Trauer, ja. Ihr sprecht mit Egmund, Sohn des Rolfdir, Jarl von Markarth. Die Drachen sind nach Himmelsrand zurückgekehrt. Hat der Krieg Markarth schwer getroffen? Der Marktplatz wurde angegriffen? Ja, sind ja mal eine Menge Fragen. Ich fange mal an mit der Marktplatz wurde angegriffen. Meine Wachen haben mir davon berichtet, arme Margret. Und Augenzeugen zufolge hat der Täter unsinniges Zeug gebrüllt. Er sei ein Abgeschworener. Ich will eins klarstellen, Markarth hat durchaus seine Probleme. Aber es befinden sich keine Abgeschworenen in dieser Stadt. Die stellen nur da, wo sie leben, eine Gefahr dar, in den Hügeln und entlang der Straßen. Überall sonst üben wir die Kontrolle aus. Ich wage das ein bisschen zu bezweifeln. Hat der Krieg Markarth schwer getroffen? Hier hat alles angefangen. Diese Rebellion. Als das Kaiserreich Reach während des Großen Krieges verloren hatte, verzweifelten wir.
Wir versprachen einer Nordmiliz freie Ausübung ihres Glaubens im Austausch für ihre Hilfe bei der Wiedereroberung der Region. Dann kamen die Elfen dahinter. Wir sahen uns gezwungen, sie alle zu verhaften. Ulfric Sturmmantel, ihr Anführer, sah das Ganze als Beweis dafür an, dass das Kaiserreich Himmelsrand im Stich gelassen hatte. Die Rebellen nannten es den Markart-Vorfall, der Gründungstag der Sturmmäntel. Damit begann dieser Krieg erst so richtig. Okay. Die Drachen sind nach Himmelsrand zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Wir haben einige Vorteile, falls sie hierher kommen. Die Stadt wurde in einen Berg hineingebaut, also ist sie schwer zugänglich, selbst aus der Luft. Und alles besteht aus Stein, selbst die Betten. Wir werden hier keine Probleme mit dem Feuer eines Drachen bekommen. Ja, ist ein Argument. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Seid ihr Söldner? Leute wie euch kann ich nicht leiden. Keine Ehre, keine Loyalität. Unzuverlässig. Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Meine Kundschafter haben einen Anführer der Abgeschworenen aufgespürt, die sich in ihren blutdurchtränkten Lagern verstecken. Kümmert euch darum. Oh Mann. Ja, so soll wir es geschehen. Werden sehen. Ja, ein Haus kaufen Hab möchte kein ich jetzt Erbarmen nicht. Mit diesen Abgeschworenen. Das kann ich mir auch mit Sicherheit noch nicht leisten. Ich spreche jetzt nochmal mit dem Vogt. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Na, okay, so viel dazu. Mit Farlen. Als sein Huskarl achte ich hauptsächlich auf die Sicherheit von Igmund. Unter der Festung befindet sich eine ganze Zwergenstadt namens Iwanzel. Was? Unter der Festung befindet sich eine Zwergenstadt? Das ist ja der Hammer. So, also hier geht's offensichtlich nicht weiter. Dann gehen wir mal wieder raus. Wenn diese Wachen aus Weißlauf einen Drachen besiegen können, können wir das schon lange. Ja, bestimmt. Oh Mann. Was ist denn das für ein cooler Ort? Ei. Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ausgrabungsstätte? Huanzel? Die Ruinen unterhalb von Markart? Die Fülle von Artefakten, die ich schon zwei Menschenleben lang erforsche? Idiot! Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Also dieser Ort haut mich so langsam richtig vom Hocker, muss ich sagen. Ihr erforscht die Dwemer? Fangen wir mit der Lieferung an. Hier ist eine Lieferung von Kera. Ach ja, richtig. Ich vergesse ständig, das abzuholen. Arme Kera, so eine geduldige Frau. Nun, dann solltet ihr wohl etwas für eure Bemühungen bekommen, nicht wahr? Wie wäre es mit etwas Gold? Ich habe festgestellt, dass das recht beliebt ist. Ach, wisst ihr, ich hätte da lieber was anderes, aber das interessiert hier niemanden. Ihr erforscht die Dwemer? Ja, ihre Geschichte und Kultur sind hier in Markart allgegenwärtig. Ein Volk von Steinmetzen, Kunsthandwerkern und Technikern. Sie haben Maschinen erfunden und ausgedehnte unterirdische Städte gebaut, in denen sie Kräfte erforschten, die sich hinter denen der Götter nicht verstecken mussten. Und dann, wir wissen immer noch nicht, wann genau verschwanden sie. Das ganze Volk, alle auf einmal. Und nur ihre Werke blieben zurück. Eieiei, das klang aber schon fast ein bisschen nach Frevel. Warum braucht ihr Wachen? Zum einen, um meine Forschungen zu schützen. Es gibt da draußen noch mehr gelehrte Halsabschneider, die meine Ergebnisse stehlen würden, wenn sie könnten. Und die Ausgrabungen in Huanzel sind gefährlich.
Dreh-Maschinen und Fallen funktionieren auch nach Tausenden von Jahren noch. Ich möchte gerne die Ausgrabungsstätte sehen. Ihr seid recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In der Juanzell gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe, die Vergiftete. Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer-Museum. Was sagt ihr? Die Spinne ist so gut wie tot, auf jeden Fall. Enthusiasmus. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ich bin Karl Selmus' Neffe. Ich helfe ihm. Lasst meinen Onkel bloß nicht von seinen Theorien anfangen. Sonst seid ihr die ganze Nacht hier. Okay. Ja, also, ich muss sagen, ich bin ziemlich umgehauen. Das gefällt mir sehr gut, wie sich das hier entwickelt. Das mit der Ausgrabungsstätte hat jetzt gleich mehrere Vorteile. Zum einen, wir müssen nicht mehr im Tageslicht rumlaufen, was im Moment etwas unangenehm ist. Das ist die Halle der Toten, alles klar. Ah, alles auch noch beisammen hier. Da haben wir ja gleich mehrere Möglichkeiten. Ja, was mich auf jeden Fall an den Dwemer-Ruinen noch sehr reizt. Kunsthandwerker, vielleicht finden wir da den Rubin. Irgendwo müssen wir ihn ja herholen. Halle der Toten, Ausgrabungsstätte. Ich tendiere im Moment ein bisschen zur Ausgrabungsstätte, aber die Entscheidung werde ich erst in Teil 49 treffen. Dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Wer spricht dort? Ach, die Stadtwache. Ja, nee, hatte ich nicht vor. Gut, ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald an diesem fantastischen Ort. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, genau. Also macht es gut. Ciao.